Und wir haben zwei Gäste, einen alten, einen neuen. Deswegen fangen wir mit dem Gast an von Sonnenhof Groß Asbach. Herzlich willkommen, Panna Plachodimos von der SG. Genau, wir sind jetzt hier nochmal auf die taktische Aufstellung. Ja, schauen wir uns mal an, wie das hier dann vonstatten geht. Genau, gleich Anstoß Eintracht. Jetzt hier. Marcel hat diesmal kurz noch welche. Jetzt kommt er in die Box, kommt durch an den Pfosten und geht da rein. Ja, das ist 1-0. Da macht der Torschütze, ne? Da macht der Torschütze, ne? 1-0 und der Mann wurde letzte Woche kurz kritisiert. Steckt da nochmal durch und der Abschluss. Läuft bei Proschi. Läuft bei Proschi. Läuft bei Proschi. Da erstmal. Da kommt die Faust und läuft bei Proschi, sagt er da. Und was für ein Torjubel. Gut dabei jetzt hier auf Außen. Poirier mit viel Tempo hat angekündigt und der Kopfball! Und auch hier wird hinten kombiniert und dann sind wir da schon in der Halbzeit. Wir haben jetzt keinen Anschlussglitch. So, genau. Ja, er hat es angekündigt, kein Anschlusstreffer. Deswegen, also da wird jetzt natürlich Marcel Bär versuchen, einigermaßen jetzt erstmal wieder ins Spiel zu kommen. Gut gemacht jetzt hier von Plachodimos auf die Seite, kommt da auch an Ball und legt in den Strafraum. Muss jetzt aufpassen, dass es da keine Elfer gibt. Klasse gemacht. Was macht er? Kann er nochmal zurücklegen in den Rückraum und fangen den Pfosten und der Anschluss ist drin. Und genau das, was er angekündigt hat, ist jetzt hier passiert. Und da ist der Anschlusstreffer. Lässt sich jetzt hier ein bisschen einschnüren jetzt. Oder Plachodimos hat sich gefunden, legt jetzt hier ab und da kommt und macht ihn rein. Klasse in die Mitte steckt und dann Quarter da. Also überragend gemacht. Brücker schließt ab in der 63. Und jetzt gilt es halt, die Form der ersten Halbzeit wiederzufinden. Nochmal aufpushen, muss jetzt aber aufpassen. Kommt da über außen, damit. Drei und dann ist es richtig stark. Und da ist das 2-3. Achtung, eine Information für die Medien. Cederbaum-Container, Ihr Partner für Rohstoffe und Entsorgung, präsentiert Ihnen die aktuelle Zuschauerzahl. Eintracht Braunschweig bedankt sich bei allen Zuschauern. Wird er vielleicht kurz ausführen? Ja, weiß schon, wie es geht. Auch eine Vergangenheit in der griechischen Super League, so, da werden alle Register gezogen und rein und da ist das 2-4 und das schüttelt Marcel Bär den Kopf, das wird natürlich jetzt enorm schwer. 79. Minute, 2-4. Es hält mich hier kaum auf meinem Stuhl hier. Aber noch ist es immer noch nicht vorbei. Das Momentum kann noch kippen. Er spielt immer noch mal rein. Und wieder der Pfosten, aber der Nachschuss und das ist das 3-4. Come on! 3-4 und wir haben genug Zeit auf der Uhr. Komm, Junge. Können wir den Ball nochmal nach vorne bringen? Klasse gespielt. Jetzt da nicht verlieren. Der Ball ist gut auf. Können wir den Ball nochmal nach vorne bringen? Klasse gespielt. Jetzt da nicht verlieren. Der Ball ist gut auf außen. Jetzt da mit Tempo. Poirier. Muss den Zweikampf gewinnen. Hat den zweiten Ball. Klasse abgelegt. Nochmal rüber. Und über außen. Lass ihn doch einlaufen da nochmal. Was soll er machen? Muss da aufpassen aufs Abseits. Was ist das für ein Schuss? Komm zum Abschluss. Was ist das denn, ey? Wird gehalten. Oh, und das Spiel ist vorbei. Was war das Szenen aber am Ende? Marcel Bär mit 2-0 in die Halbzeit. Ich habe mir gar keine Sorgen gemacht. Du eigentlich auch nicht. Was war los? Ja, das stimmt. 2-0 Führung zur Halbzeit und dann bin ich gar nicht mehr ins Spiel gekommen, weil er hat die Räume extrem dicht gemacht. Ich weiß nicht, was er da eingestellt hat in der zweiten Halbzeit. Ob der eine andere Formation gespielt hat oder nicht. Natürlich war dann ein Nackenschlag dann, ne? Einer nach dem anderen. Ich bin dann nochmal zurückgekommen, aber ja, den Bert Nerich, der wollte irgendwie nicht, dass wir heute gewinnen, keine Ahnung. Ja, ich bin am Anfang halt gar nicht reingekommen, oder sehr schlecht. Und habe dann eigentlich nur umgestellt, Pressing nach Ballverlust, dass meine Spieler direkt wieder draufgehen. Ist ganz gut aufgegangen, habe 4-4-2 gespielt und ja, die zweite Halbzeit war gut, war sehr gut. Ich hoffe, alle hören mich, sorry, ja. Ich war in der Halbzeit am virtuellen Bierstand, natürlich, habe ich verpasst, beziehungsweise ja, bin jetzt auf der virtuellen Fanmeile, sorry für den kleinen Fauxpas, aber
ja, Glück gebracht habe ich ja letztendlich auch nicht. Ist so ein bisschen der rote Faden, der sich gerade durchzieht. Coole Aktion, aber auch danke euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Ich habe mir so ein kleines Eintrachtstadion in der Modelleisenbahn gebaut. Das findet auf jeden Fall auch immer statt. Alles klar. Prost euch. Danke euch. Ne? Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao.